zurück zum großen RTL Super Bowl Abend. Ein Touchdown jagt den nächsten, gehüpft, gesprungen, geschlittert. Wir haben eine neue Sportart aus dem gefrorenen Taufbecken gehoben. American Ice Football heute hier live in Mannheim. Und die Stimmung ist großartig. Und wir sind bereit, ja, für die zweite Hälfte quasi jetzt, oder beziehungsweise Drittel, drei, Viertel, drei und vier zwischen Easy Boys und Westside Wessies. Da steht es 12 zu 13. Die Spieler sind wieder auf dem Eis. Und ich gebe jetzt zu meinem MVB, mein Most Valuable Bushy. Ah, der Elton mit Puls 146 heute in der Sendung. Das merkt man ein klein wenig. Er wird zur Ruhe kommen. Ich bin da guter Dinge. So, Freunde, weiter geht's. Drittes Viertel, 13-12 für den Westen in den blauen Trikots. Und auf geht's. Erster Drive für die Wessis. Oh, und das ist wunderbar. Quarterback-Sack. Da ist der Quarterback-Sack. Evil Jared ist ein Biest. Defensiv exzellent. Und da bringt der Alexander Haupert zu Fall. Und das ist überragend. Das ist Defensive Player of the Evening bisher. Evil Jared, du Maschine. Rechts, gehen nochmal ganz rechts aus. So, die Uhr läuft weiter, Freunde. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Zweiter Versuch und 19 Yards, die es braucht für einen neuen Ersten. Es geht nach rechts aus ihrer Sicht zu Hause. Nicht die Endzone, in der die gerade sind. Das ist die eigene. Sie müssen in die andere. Es kommt der Pass und der ist nicht gefangen. Und den muss er fangen. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Da bekommt er beide Hände dran und muss er fangen. Muss er schlicht und ergreifend fangen. Der Ball ist gut gespielt. Okay, ein bisschen in den Rücken. Ein bisschen in den Rücken. Lasse ich aber nicht als Entschuldigung gelten. Auch nicht für einen Weltmeister. Auch nicht für Kevin Großkreuz. Dritter und lang. 19 Yards bis zum First Down. Haupert, der Quarterback, der Profi. Mit dem Pass und er kommt an und das ist First Down und mehr und mehr. Wahnsinn, super Pass und dann ist Großkreuz da und fängt das Ding. Und sein Spielmacher ist zufrieden, Haupert. Und Großkreuz, das Biest, das Wiesel, der Lumpenhund, der macht das gut. Ja gut, wenn er sich umdreht, fällt er um. Schräg nach rechts in die Mitte rein. Aber neuer erster Versuch. Noch drei Minuten in diesem dritten Viertel. Der Westen führt 13-12 und hat sich aus einer ganz schwierigen Situation befreit. Evil Jared mit dem ersten und einzigen Sack bisher am heutigen Abend. Er marschiert wieder los. Er geht wieder auf Haupert zu. Der bleibt aber ruhig. Incomplete. Incomplete, der war nicht gefangen. Axel Stein kriegt das Ding hier nicht kontrolliert. Ja, und auch da muss ich sagen, der Ball ist gut geworfen. Den kann Stein durchaus fangen. 2-10. Rechts die gelbe Linie. Wird die erreicht, gibt es einen neuen Ersten für den Westen. 2 Minuten und 15 Sekunden noch in diesem dritten Viertel. So, was macht Haupert jetzt? Der ist gut. Der kommt an, den muss er haben. Flutschfinger. Das sind Flutschfinger. Das kann doch nicht wahr sein. Fabian Hambüchen, den hat er schon. Da hat er schon überlegt, wie feiere ich gleich? Was mache ich für ein Tänzchen? Ich bin ja in der Endzone. Pustekuchen. 1,45 noch. Du noch mal. So, Aufstellung ist da. Jetzt nur nicht zu früh los. Keine Strafe riskieren. Funktioniert. Haupert hat Zeit, weicht Evil Jared aus. So, und jetzt, wo sind seine Receiver? Alle abgedeckt, alle? Nein, nicht alle! Das ist es, das ist der! Nee, das Knie war am Boden, Knie war am Boden. Das ist kein Touchdown, Knie war vorher am Boden. Mit Kontakt, so habe ich es jedenfalls gesehen. So, ja, und das ist korrekt. Das ist noch ein Yard bis zur Endzone, eine gute Position jetzt. Für die Wessis. Ihr schiebt die in die Endzone rein. Axel kriegt den Ball, okay? Let's go. So, Axel kriegt den Ball. Haben wir gerade. Darf ich das jetzt sagen? Das hört ja die Verteidigung auf. Scheißegal. Weiter. Die achten auf andere Dinge. So, das sind. Ja, fast nur noch Zentimeter. So,
Da ist Axel Stein. Axel Stein. Touchdown für die Wessis. Bauen die Führung aus. 19-12 und gleich noch der Point after Touchdown. Was ist hier denn los? Ja, jetzt eskalieren die Ersten da unten auf dem Eis. Gewonnen ist es noch nicht. Stein, der Tippelbruder, geht da über außen, knallt dann in die Bande. Das rumst, ist gut. Und der Point after Touchdown durch Kevin Großkreuz ebenfalls gut. Wir haben ein Two-Possession-Game. Denn, ich habe es vorhin in der ersten Halbzeit schon mal erklärt, wir spielen hier ohne die sogenannte Two-Point-Conversion. Das heißt, der Osten kann mit einem Angriff nur 7 Punkte erzielen. Touchdown und den anschließenden Punkt extra. 37,9 Sekunden. Vorhin haben sie in der Schlussphase noch mal einen aufgelegt. Also das geht durchaus. Wir müssen schnell scoren, okay? Wir machen jetzt 4-1 Vertical. 4-1 Vertical. Der Rest macht das, was da steht, okay? Ready? Break! 4-1 Vertical, sagt Quarterback Hendrik Scharnbacher an. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie die Jungs das umsetzen. So, Ball ist beim Quarterback. Die Receiver über außen. Wer setzt sich da gerade ab? Erik Stehfest, da kommt der Ball aber nicht hin. Und er kommt auch nicht zu Felix van Deventer. Die letzten 10 Sekunden brechen an. Das muss ganz schnell gehen. Die müssen ganz schnell den Ball ins Spiel bringen. Letzten Sekunden laufen. Wir haben noch die Slow-Mo, aber der Ball muss ins Spiel. Der Ball muss ins Spiel. Ist er nicht. Geht gleich weiter mit 2.10. Aber das dritte Viertel ist Ende durch. Des dritten Viertels. Nein, bist du nicht. Ich sehe es doch. Ist okay. Let's so, go. Aber wir machen gar nicht lange rum hier. Inside genau wie es hier ist. Okay? Es geht weiter mit dem letzten Viertel in dieser Auftaktpartie. Und es ist durchaus spektakulär. Mannheim, gefällt euch das da auf dem Eis? Der kommt an, unter Druck kommt der Ball an. Und jetzt ist er wieder unterwegs. Ja, der hatte eine schwere Knieverletzung, aber er geht weit, Evil Jarrett. Das ist nicht schön, das ist nicht elegant, aber es ist effizient, was er hier macht. Schnell, schnell, Huddle, Huddle, Huddle. Oh, da ist Druck, da ist ordentlich Druck auf Scharnbacher. Das war Tobias Wegener, aber Scharnbacher macht das gut. Fast im nach hinten fallen findet er Evil Jarrett. Der kann nicht nur kotzen, der kann nicht nur singen, der kann auch fangen. Ah, der war tippt, gut verteidigt. Arme hoch, Ball abgefälscht. Zweiter Versuch. Ah, sehr gut verteidigt von Wegener. 23.15 Uhr heute Abend geht's los mit der Übertragung des 58. Super Bowls aus Las Vegas, Nevada. Die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers live hier bei RTL. Tip-off, Kick-off besser gesagt, 0.30 Uhr. Jetzt aber hier American Ice Football. Ja, was ist denn jetzt? Kaffeepause oder was? Ball kommt an, der ist gefangen. Er ist gefangen. Philipp Boy fängt den. Reicht aber, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht für einen neuen Ersten. Wir geben den mal, wir geben den mal. Keine Videoüberprüfung, schnell weitermachen ist immer das Geheimnis. Dritter und zwei, Scharnbacher hat die Ruhe weg, hat die Ruhe weg. Findet er jetzt einen Receiver? Ja, findet er! Touchdown! So, und jetzt heißt es verteidigen, verteidigen für den Osten. Sie sind dran. Wunderbarer Pass und auch klasse gefangen von Stehfest. Hat ein bisschen was von der Sitzung auf dem Klo gehabt, aber wichtig ist, dass er das Ding fängt. Publikum ist da und der Extrapunkt ist gut. 20-19 für den Westen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufs Tempo drücken, Freunde.
Gleich wird das Spiel freigegeben. Dann läuft die Uhr durch. Im Moment steht sie, wie wir das machen, nach dem Touchdown. Um hier nicht zu viel Hektik beim Point after Touchdown reinzubringen. So, jetzt ist gute Defensive gefragt. Jetzt müssen Sie diesen Drive des Westens stoppen. Die gelbe Linie, rechts eingeblendet, gibt einen neuen ersten Versuch. Ziel ist es, mit 4 Versuchen immer diese gelbe Linie zu erreichen und am Ende in die gegnerische Endzone zu kommen. Das ist gut. Es geht übers Laufspiel. Aber gut verteidigt. Das ist nicht allzu viel Raumgewinn für Fabian Hambüchen, der das aber gut macht. Und wir sehen das bei den Turnern, die ja eher klein sind. Auf der einen Seite Hambüchen, auf der anderen Seite Boy. Sie kommen gut wegen ihres niedrigen Körperschwerpunkts auf dem Eis hier mit den glatten Schuhen, mit den Bowling-Schuhen zurecht. 2 und 5. Und es muss hier jetzt weitergehen. So. Und wieder Fumble, wenn es nicht der, nein, ich glaube, es war der Boden. Ist nicht frei geschlagen worden, sondern er ist gestürzt auf den Boden gefallen. 3. Versuch. Es geht noch was, es ist noch nicht entschieden. Ja, da ist er am Boden, dann geht der Ball erst raus, alles okay. 3. und 2. Ganz wichtiger 3. Versuch jetzt. Ganz wichtiger 3. für den Westen. Wenn Sie einen First Down machen, haben Sie das Ding fast im Sack. So, das ist jetzt ganz wichtig. Kurzer Pass. Reicht das? Pass zurück. Trickspiel so. Das reicht. Das, na, nicht Lauf. Eieieiei. Es ist ein First Down. Es ist ein First Down und das wird nach menschlichem Ermessen reichen. Trickspielzug des Westens und das müsste ihnen den Sieg in dieser Partie bringen. Quarterback Haupert nochmal angespielt, dann darf er laufen. Wir haben hier nur nicht die Lamar Jackson Spielweise im Portfolio. Das haben wir den Profis untersagt, also den Ball bekommen und direkt losmarschieren. Aber nach diesem Trickspielzug, wie vorhin auch, wenn der Quarterback als Running Back eingesetzt wird oder als Receiver, dann geht das durch. Und das wird reichen. Wir sind schon in der letzten halben Minute. Das sind nochmal 6, 7 Yards Raumgewinn. Und die Uhr tickt gnadenlos runter. Und dann haben wir den ersten Finalteilnehmer des heutigen Abends. Und das wird der Westen sein. Von Jona Winkel. Vom Head Coach und Quarterback Alexander Haupert. Die letzten Sekunden laufen. Und das Ding ist durch. Der Westen steht im Finale. Ende des ersten Spiels. Nico Lega, der hat mir nämlich eben schon verraten, er hat jetzt Bock, mit American Football anzufangen. Ey, hast du Spaß da draußen? Ja, ich muss sagen, das ist so ein geiler Sport, aber es ist sowas von anstrengend. Aber erstmal, wir haben jetzt gewonnen, ich bin glücklich auf mein Team und jetzt holen wir uns den Sieg. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Du hast ja da gerade schon einen schönen Fight mit Philipp Boy geliefert. Wie war das so, Mann gegen Mann? Ich sag mal so, Philipp und ich, wir verstehen uns sowas von gut. Wir haben ein bisschen Kuscheln gemacht. Später geht das erste Bier auf mich, alles gut. Okay, eine letzte Frage. Wenn du zum Tackle rennst, ja, wen stellst du dir da vor? Wem willst du wehtun? Nochmal die Frage, ich habe gerade nichts gehört. Wenn du zum Tackle gehst, wen stellst du dir da vor? Wem willst du wirklich wehtun? Boah, das ist eigentlich mir egal. Da kann kommen, wer will. Ich hau alle um.